Ich esse Sachen mit sehr viel Soßen. Ketchup nicht unbedingt, Oh, aber. Soße ist aber geil, vor allem wenn du Schwaben bist und Spätzle magst. Ich meine, ja, bei Schwaben ist es sowieso so. Mit, Ja. es muss schwimmen. Es Riech, muss ja, eigentlich muss schon eine es Suppe aber auch. sein. Ja, weißt du, wir sind aber auch einfach praktische Menschen. Wir haben den Hauptgang, was Festes, und dann musst du nicht mal Teller wechseln, da ist noch eine Suppe da stehen. Richtig. Und alle, die sagen, dann schmeckt das Essen nicht. Ja, dann stirb! Dann mach mal eine gute Soße, vielleicht. Ja, echt, hey, Arschkrampe. Dazu sag ich nur. Ja. 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 Ich hätte etwas Applaus erwartet, weil das war schön getimed und da bin ich eigentlich nicht so gut. Ja. Was? Nix, was? Was? Wurst? Die gute alte Pennerwurst. Weißt du, was ich jetzt gern hätte? Essen. Noch eine Widder-Skelettenkopf. Apropos Vielleicht hat Essen. sie ja ein. Psst, Moment, hast du echt einen? Warte, meine Oh, Spider-Senses sag ich doch. klingeln. Schade, schade, schade. Hätte es aber gut Sebi, gepasst. streng dich an. Ja, okay. Ja, streng dich an, kannst du nicht irgendwie mehr Glück haben. Verschwinden. Genau. Du musst mehr drücken, dann hast du mehr Glücken. Ja, so ist es. Sidney, kack So, auf deinen genau. Stuhl. Da bist du cool. Hat er überhaupt einen Stuhl? Cindy fliegt einfach so in der Luft. Also der steht nicht, der fliegt. Ja, Nein, der Mann, hat einen Stuhl, aber der ich. sitzt da nicht drauf. Der Stuhl ist aus den Knochen seiner Feinde. Richtig. Aber die Spiel sind doch ihm vom zu Sitz an, weich. vielleicht hat er auch einen. Weil das sind alles Weichlinge. Oh. Ja. Cindy sitzt nur auf Dingen, die mindestens die Härte von Titanium haben. Alles andere ist für Weicheier, Ja. rechnet sich. Oder Titanium. Butter, da sitzt er auch gern drauf, weil dann kann er Vollgas auf dem Arsch rumrutschen. Oh ja. Aber sonst nur Haar. Eigentlich klingt das gar nicht so gut, dass er nur auf harten Dingen sitzen will. Hä? Ja. Wieso? Bist du eigentlich. Junge, ich weiß nicht. Ich mach die Regeln nicht, ich befolge sie nur meistens nicht. Ah. Oh. Oh. Ist echt schade. Scheiße. Scheiße! Er befolgt die Regeln Dreckige nicht. Für was habe ich dir Hurenkacke, eigentlich scheiße, geschrieben? scheiße, scheiße, Dreck, Fuck, was Mann. ist Fuck, das? Mann. Oh. Ich glaube, ich bin gerade wieder am Buddeln, also weckt sich mal die Playlist auf lustig. So richtig? Ja, Affen, oh ja, So geil. richtig? So richtig? Lustig? Weißt du, Blazes sind. Oh! Graces. Kannst Erzähl du. mir mehr von deinen lustigen Geschichten aus der Unterwelt. Blazes sind Schmaces. Und Maces sind Braces. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Blazes Also, sind ja. dumme Ja. Pisser. Stell dir mal vor, die müssen hart urinieren. Gehen die dann raus von sich selber? Ja, die sind, also ich überlege gerade, Wie Ja. heiß macht so ein Blaze Pipi? Ich glaube, dafür muss man erstmal sein Verständnis von Pipi völlig neu umkrempeln. Wir denken bei Pipi immer an was Feuchtes oder Flüssigkeit. Er dampft Pipi aus. Oh. Es hat So. gesprochen, Dr. Professor Terminus. Krass. Dr. Professor der Pipiologie. Der ist krass, den kenne ich. Cindy, auf deine Frage, nee, ist ja doof. Sind die doof? Nein. Nur sein Vorschlag. Ich hab vergessen. Ach, da hinten kommt man wieder zurück. Gut. Was wiederum ihn doof macht. Cindy, bist du doof? Wieso? Hat er was geschrieben? Wieso sehe ich nie was, wenn der schreibt? Sag da bitte kurz von dem Portal. Ja, echt hier, du faule Er hat mir Stoppe. gewispert, er hatte nur einen Vorschlag gemacht, dass wir den jetzt alleine machen, den Boss.
weil er hat einen Kopf gefunden. Sollen wir Terminus umbringen? Ach nee, das finde ich doof, der buddelt gerade bei mir im Loch. Nee, die Sache ist, normalerweise wäre es ja haha lustig, aber in dem Fall ist es eine Aufnahme, wäre richtig kacke dann, wenn halt jemand das nicht hat. Ja, weil das ist viel lustiger, wenn ich mitmache und rumschreue, weil ich ja immer die Sachen will, ja. Richtig. Ja. Vor allem, da du sowieso so ein mega Weicher in dem Spiel bist. Bin ich extrem, das stimmt. Da bin ich auch stolz drauf. Ja. Unser Weg zu der Fortress ist ziemlich gefährlich. Es ist einfach nur in der Luft eine Straße ohne Schutz zum Runter. Leitplanken. Ja. C, D, E, F, G. Marci tut mir manchmal weh. Und dann macht er einen Sprung. 5 Meter nach oben. Impräzise. Oh ja. Cindy, du hast deinen Helm in der Kiste gelassen. Du hast den Helm in der Kiste, du kleiner Cindy, du kleiner Cindy. Oh, ho, ho. Oh, du wusstest sogar, was ich singe. Ja? Weil ich eigentlich die ganze Zeit singe, weil das irgendwie so ein Ohrwurm ist. Jetzt habe ich mir extra Witcher runtergeladen, ich war bisher immer noch zu voll zu zocken. Weil irgendwie werde ich immer um 8 Uhr müde und schlafe dann um 6 Uhr ein. Und das ist so eine unproduktive Phase von 8 Stunden, in der ich auch schlafen könnte. Ah. Witcher hat mich noch nie wirklich so. Seitenstechen. Ich weiß nicht, ob ich da. Ich meine, ist bestimmt cool, aber. Ich will mir mal die Bücher zulegen. Weil ich habe gemerkt, wenn ich lange auf den Bus warten muss in der Uni, ist Lesen irgendwie ganz angenehm. Weil ich nicht meine Switch mitnehmen will. Ja, ich bin kein Fan von Lesen. Und ich habe aber auch, bin auch kein Fan von Busfahren. Ich könnte beim Busfahren sowieso nichts machen, also kann ich ja eh nicht viel mitreden. Ja, beim Busfahren tue ich das auch nicht. Da höre ich einfach Musik, aber ich muss halt. Wenn ich um 1 Uhr aus habe, dann könnte ich sofort in den Bus springen und heim. Aber nee, da kommt kein Anschlussbus, weil der fährt um 1 Uhr nicht. Weil da haben ja die ganzen Schüler aus. Die ja Geld einnehmen, wenn sie da fahren würden. Natürlich. Das ist gut recht. Deswegen machen die das nicht. Ja. Also ich weiß nicht warum, aber um 2:30, wenn halt die ganzen Schüler aus haben, fährt kein Bus. Das heißt, wenn ich um 1 Uhr aus habe, kann ich eine Stunde in der Uni warten. Cool. Und dann gehen. Geil. Ich weiß, macht mich auch sehr glücklich. Das glaube ich dir. Das glaube ich ist gut. Ich fahre einfach mit dem Auto. Na, du hast ja auch. Ich werde mir niemals einen Führerschein holen. Ist teuer, ich weiß. Ja, außerdem ist Fahren was Negatives für mich, weil ich habe 2 kleine Schwestern. Und die wollen dann irgendwo hin. Ach, meine will auch wohin, aber ich fasse nicht. Ja, und meine Eltern wollen dann, dass ich einkaufe, weil ich wahrscheinlich der Einzige mit Geld wäre. Ganz selten mal habe ich sie schon gefahren, aber ich mache das nicht so oft, weil sonst denkt sie, hey, ich kann noch öfters fahren. Aber das machst du nur, wenn du dir auch sicher bist, dass es nicht mehr heimkommt, dann da. Ja. Oh, Cindy. Ey. Warte mal. Guck mal. Da kannst du dein Dings wieder rausholen. Ekelhaft. Und. Cindy, hol dein Ding. Er hat da gelacht. Gib. Ich will. Das ist der falsche, den hab ich schon. Den hab ich schon. Das Happy Meal Spielzeug habe ich schon, du dumme Schlampe. Ja. Der hat mir einen Dragon Kopf gegeben. Boah, ich hätte gerade voll Lust bei RTL. Den gebe ich Marci. Was? Aber dann wird er gefährlich, da hat er auch einen Drachenkopf. Das ist ja die Hydra. Okay, wir tauschen Köpfe.